Ich möchte eigentlich nicht wissen, was Richard hier um seinen Hals hat. Möchte ich nicht wissen. Das hat irgendwas von Saw oder sowas. Wirklich. Du spielst ein Spiel mit dem kleinen Typ auf dem Dreirad, mit dieser Maske, mit dieser Saw-Maske. Und du hast diesen Apparat um den Hals. Wenn du eine Frage falsch beantwortest, geht das Ding in die Luft. So sieht es aus. Wirklich. Ich möchte es nicht wissen. 5,5 Minuten. Liken, Support, es kommt. Schöne Grüße. Gehen an. Bück stabil raus. Die Live-Version hat sich im Jahre 2012 zugetragen, genauer gesagt am 6. März in Paris. Paris, Stadt der Liebe, war ich tatsächlich noch nie. Ich sag euch, wie es ist. Richard sieht wirklich gut aus. Also ich weiß nicht, wo er gerade hinguckt oder was er gerade denkt, aber er sieht gut aus. Oh, es war gerade voll verwirrend. Ich weiß nicht, worauf schaue ich denn da gerade? Also diese Scheinwerfer kommen von oben und ich muss ganz kurz erstmal überlegen, auf was schaue ich da denn gerade? Was wird mir da gerade gezeigt? Aber das sind die Leute im Publikum, wo Scheinwerfer von oben draufstrahlen, oder? Habe ich bestimmt schon mal gefragt, gell? Aber ist das dort geschlossen gewesen? Diese Arena, dieses Stadion oder sowas, war das oben zu? Dann hat es schon irgendwie so ein bisschen was vom Madison Square Garden, oder? Also das war ja oben auch zu, der Madison Square Garden. Ja, ist komplett zu oben. Ich glaube, das hat so eine ähnliche Atmosphäre wie Madison Square Garden, oder? Kann man das da vergleichen? War jemand zu der Zeit, vielleicht 2010, im Madison Square Garden und 2012, zwei Jahre später in Paris? Boah, was hat denn er für ein Dings um? Wie nennt man das? Das ist so ein Kettenhemd, oder? Nennt man das Kettenhemd? Das ist schon relativ schwer, oder? Sieht aber irgendwie auch wieder do-it-yourself-mäßig aus. Keine Ahnung, das kann ich auf jeden Fall so nicht kaufen. Auf so einem Ritt... Doch, vielleicht auf so einem Ritter, auf so einem... Wie nennt man das? Es gibt ja immer wieder so Mittelaltermärkte oder sowas. Da kann ich bestimmt sowas kaufen. Wozu wurden Kettenhemden denn ursprünglich entworfen? Schutz... Als Art Rüstung, Schutz vor Waffen, Schutz beim Kampf, okay, doch ist schon sehr einleuchtend. Also ganz kurz, ich habe kurz überlegt, weil am Anfang fand ich es ganz geil eigentlich, wo dieses Feuerwerk relativ nah am Hals und relativ nah am Kopf, ich wollte es mal ganz kurz sagen, ne, falls es euch nicht aufgefallen ist, diese ganze Apparatur ist sehr nah am Kopf, sehr nah am Hals und bekanntlich ist der Kopf relativ wichtig, wenn der irgendwie was abbekommt, einen Knacks oder sowas, wäre nicht so geil. Ne? Erst habe ich es ganz geil gefunden, so. Aber dann habe ich wieder gedacht, Digga, was, wenn da was schief geht? Wenn so ein Ding mal irgendwie explodiert oder sowas und dir ins Ohr, wenn dir das Ohr einfach wegfetzt oder sowas. Aber geiles Instrumental. Wir haben uns dieses Instrumental ja gerade oder den Song in Studioversion gegeben. Im gleichen Zuge der Albumreaktion, die auch die Tage online kommen sollte. Hier auch die Frage im Chat. Die Albumreaktion kommen eigentlich auf YouTube. Allerdings denke ich, dass die ein oder andere vielleicht gesperrt wird. Wir hoffen mal nicht, ne? Wir kreuzen mal Finger, wir klopfen dreimal auf Holz, ne? Klopft alle dreimal auf Holz. Dankeschön. Damit die nicht gesperrt werden. Einfach weil ich relativ lang laufen lassen habe. Ich kann wirklich keine Albumreaktion jede 10 Sekunden stoppen und irgendwas Belangloses dazu sagen, wie ich es normalerweise tue, ne? Ich habe länger laufen lassen und wir hoffen einfach mal, dass sie online gehen, die Tage. Und da war zum Beispiel auf Herzeleid, war das erste Album. Da war, wollt ihr das Bett in Flammen sehen, auch drauf. Instrumental, sehr geil. Wir sind 1,5 Minuten im Song. Till hat sich original 0 Schritte bewegt. Die anderen rackern sich ein ab. Der Bassist spielt seine Noten. Richard Paul, die sind lebensgefährlich hier unterwegs mit der Apparatur am Kopf oder am Hals. Till bewegt sich noch keinen Meter. Wollt ihr das Bett in Flammen sehen? Aber jetzt so beim zweiten Mal hören, das hat schon auch was irgendwie, ne? Ich habe die Songs auf dem Album das erste Mal gehört, logischerweise. Jedes Ding, was ich hier irgendwie schaue, sehe ich das erste Mal irgendwie so. Dementsprechend auch immer so meine erste Meinung und die ändert sich nach zwei, dreimal hören auch eigentlich immer wieder. Aber so das Instrumental hat auf jeden Fall was ganz Böses bei dem Song. Ey, das ist so gut und ich sag's hier nochmal, ne? Wir hatten auch Laichzeit auf dem Album oder auch Heirate mich und beide, so wie der Song hier auch, starten mit so einem Schlagwort rein, ne? Heirate mich und da auf mich ist die Eins oder Laichzeit, wisst ihr, ich meine? Oder hier Rammstein. Es ist so gut, es ist auch so einfach irgendwie, aber so gut, wenn ein Refrain mit so einem Schlagwort eröffnet wird irgendwie, wisst ihr, ich meine? Du weißt direkt, es geht in den Refrain.
Der Refrain ist nicht zu kompliziert. Es besteht meistens nur aus diesem Laichzeit oder Rammstein oder sowas, ne? Es ist so minimalistisch gehalten, aber musikalisch so gut und genial zugleich. Wisst ihr, was ich meine? Es passiert wirklich nicht mehr. Und jetzt kommt das Instrumental wieder hoch. Mit allen Leuten. Mit Flake, mit Richard, Paul, Oliver, Christoph etc. Ne? Es ist so, dann kommt das Instrumental wieder. Es ist so einfach und dann kommt wieder Rammstein. Warte mal ganz kurz. Ach, das Ding ist weg von seinem Hals, oder was? Die haben das jetzt schon wieder abgelegt. Also es war wirklich nur für den Anfang, für diese Eröffnung, dass quasi am Hals diese Feuerwerke losgehen. Hat es Paul noch um? Weil ich möchte es eigentlich gern nochmal sehen, ganz kurz. Paul hat es auch nicht mehr um, gell? Ich sag euch, wie es ist, war wieder so ein Do-It-Yourself-Ding. Und Rammstein muss zu jedem Song oder zu fast jedem Song wieder irgendwelche extra Sparenzel da machen, wirklich. Till haut einmal seinen Kopf gegen so eine Stahlsäule oder sowas, blutet an der Stirn. Dann schaltet sich Engelsflügel um, dann schaltet sich ein Jetpack um, dann haben die Leute an den E-Gitarren irgendwelche Flammenwerfer. Also es wird ja, ist mir auch beim Album aufgefallen, bei Herzeleid, studiomäßig sind die gut. Sind die wirklich krass, Rammstein. Und die sind verdient da, wo sie sind. Aber, Ich sag euch, wie es ist. Live-technisch kommt da so wenig ran an Rammstein generell. So einzigartig, glaube ich, auch dieses Erlebnis. Und das sage ich ja, obwohl ich noch nicht mal bei einem Konzert war. Studiotechnisch sind die gut, aber da sind andere auch gut. Rammstein hebt sich rein live-technisch nochmal so krass ab. Wisst ihr, ich meine, so geisteskrank ab. Ist auch geil, wo dieses ba 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 so fast so ein Double Time mäßig spielt das Instrumental im Vergleich zum normalen Instrumental. So nice. Nicht umsonst verschränkt Till seine Hände hinterm Rücken. Kommt da noch was? Bitte nicht, Digga. Also mir hat es schon gereicht mit diesem Feuerwehrkranz um Paul und Richard seinen Hals. Also ich sage euch, wie es ist. Die Idee musste ja auch erstmal irgendwie geboren werden. In Form eines Brainstormings, egal wie, ne? Die Idee war auf einmal da. Und irgendjemand hat gesagt, hey, Paul und Richard, wie wär's denn, wenn wir bei Wollt ihr das Bett in Flammen sehen, euch so einen Feuerwehrkranz um Hals ballern und es relativ nah an eurem Ohr vorbeizischt. Die haben doch nicht auf Anhieb ja gesagt, oder? Bestimmt nicht. Ich glaube, bei allen Ideen brauchst du ein bisschen Überredenskunst. Außer, wenn die Till macht. Till zieht sich gerne Engelsflügel an. Der schnallt sich gerne ein Jetpack auf den Rücken. Der haut gern seinen Kopf gegen irgendwelche Stahlsäulen oder sowas. Till macht es gerne. Alle anderen musst du, glaube ich, ein bisschen überreden, sagen wir mal so. Ich hoffe, Till weiß, was er da macht, oder? Dieses sah ein bisschen unkontrolliert aus. Also es sieht ein bisschen, ich möchte natürlich nicht sagen, dass amateurhaft irgendwie aussieht, um Gottes Willen, nee, überhaupt nicht, ne? Aber es sieht irgendwie ein bisschen wild herumgezappelt aus. Wird's ein bisschen heiß in der Hand gerade? Kann ich auch loslassen, ist gar kein Problem. Lieber lasse ich die Dinge auf dem Boden und die strahlen einfach ein bisschen nach vorne, wie, dass man die Funken jetzt noch links und rechts irgendwie verteilt. Jetzt warte mal ganz kurz aber, gell? Also, das sehe nicht nur ich, oder? Schaut mal auf Till seinen Mund. Da kommt doch Rauch raus, oder? Ich meine, er raucht ja nicht auf der Bühne, oder? Raucht er auf der Bühne? Bestimmt nicht. Ist es dort so kalt, dass es vielleicht irgendwie, jeder kennt es, wenn es draußen kalt ist und man haucht quasi schon, man sieht den eigenen Atem. Sieht nur so aus. Wie, das sieht nur so aus? Ich sehe doch, dass aus dem Mund was rauskommt. Rauchvergiftung. Das passt, bei Till macht es nichts. Eine Rauchvergiftung bei Till ist was ganz Normales. Der Ventilator pustet den Rauch vom Feuerwerk und den atmet der ein, oder was? Wäre eine Möglichkeit auf jeden Fall. Ob das so gesund ist? Aber da müsste man, glaube ich, jede Aktion von Rammstein in Frage stellen. Das ist nicht so wirklich gesund, oder? Ach, daher kommt die raue Stimme auch von dem Pyrorauch. Jetzt verstehe ich. Pyrorauch, das Blut vom Es geht schon nah an seinem Rücken vorbei, oder? Till weiß, wie nah er da hinten dran steht, oder? Also live hat es brutalst Power. Und du kannst gefühlt, ich habe es auch bei der Albumreaktion gesagt, du kannst gefühlt jeden Song von Rammstein live spielen und der wird live ordentlich knallen, wirklich. Es gibt ein paar Songs, die wurden noch nie live gespielt. Es gibt so Songs, die werden immer live gespielt. Aber du könntest eigentlich, glaube ich, jeden Song nehmen, außer so Klavierversion oder sowas, ne? Das ist logisch. Du könntest jeden Song von Rammstein nehmen
und er würde live ultra klatschen. Mit einer guten Show würde das Ding ultra klatschen. Und es ist halt so selten bei Bands oder bei Künstlern generell, dass du gefühlt jeden Song nehmen kannst. Um welche Band handelt es sich? Um Rammstein, glaube ich, oder? Boah, das sah nice aus, oder? Diese Slow-Mo sah nice aus. Sehr schön. Wirklich. Schöne Grüße an Herrn Bückstabü hier nochmal raus. Sehr, sehr schöner, runder, ja, spektakulärer Live-Auftritt. Sagen wir mal so. Aber welcher Live-Auftritt von Rammstein ist nicht spektakulär? Da gibt's so gefühlt null. Gar keiner.